Hallöchen und willkommen an alle wunderbaren Menschen, die gerade einschalten zu dieser Episode 23 des Horizon Forbidden West Let's Play. Ich bin die Arti, schön, dass ihr da seid. Macht euch bequem, schnappt euch Snacks und Getränke, denn wir haben heute was Besonderes vor. Wir gehen hier in diese geheimnisumwobene Höhle, in der es nur von Monstern wimmeln soll, beziehungsweise der Ursprung einer mysteriösen Kraft liegen soll. Also schauen wir mal. Der Ursprung für die Sterne in Land so ein bisschen. Unser Eindringen vergeben. Genau, und die Landgötter sind anscheinend in die Höhle gegangen und nicht mehr zurückgekehrt. Oder einer der Landgötter. Und seitdem gerät alles außer Kontrolle. Jetzt schauen wir mal, was hier so los ist. Vielleicht ist es ganz gut, wenn wir diese Kräuter hier sammeln. Komme ich dahinter? Komme ich bisschen überhaupt nicht hin? An die Kante komme ich ja gar nicht. Da müsste ich ja höher springen können. Da kann ich wahrscheinlich auch nicht mit dem Gleitschirm langfliegen, oder? Der Schildflügel hält. Nee. Okay, da komme ich nicht hin. Und an der Wand abspringen kann ich wahrscheinlich auch nicht, oder? Eine Art Wand. Aus Licht. Wir müssen irgendwie drumherum. Wir folgen dir, Aloy. Okay. Oh ja, das habe ich mir schon fast gedacht, dass man nicht dagegen rennen sollte. Aber man kann es ja trotzdem mal probieren. Also gut, man kommt nicht hindurch, dann müssen wir einfach hier hochklettern. Trotzdem nochmal mit dem Kopf dagegen rennen, ist klar, ne? Aber das ist eine heilende Beere, das ist gut, das kann ich immer gut gebrauchen, würde ich sagen. Ah, und das hier ist die andere Seite, okay. Die werde ich bestimmt bald brauchen. Ja, genau. Die werden wir bestimmt bald brauchen. Da hast du durchaus recht. Ja, wow. Okay. Tudum. Komme ich denn jetzt dahin? Wie komme ich denn da rüber? Bin ich jetzt vollkommen doof? Ich raff nicht, wie ich von der einen Seite zur anderen komme. Ich stelle mich gerade mal wieder... Also das ist immer, wenn man nicht ständig das Spiel spielt, dann vergisst man, wie man manche Dinge steuert. Vielleicht kann man da diesen Anker rüberwerfen oder so. Ich dachte, die kann sich da dann rüberschwingen oder irgend sowas, aber anscheinend kann sie es nicht. Was kann ich nirgendwo hinwerfen da? Oh nein, nein! Oh Mann! Okay, also Folge 23 dieses Let's Play handelt davon, wie Arti versucht, auf die andere Seite einer Schlucht zu gelangen. Ja, gut. So. Ich versuch's mit dem Gleiter. Ja, es hat funktioniert! Juhu, da habe ich doch jetzt mal auf alles vorbereitet. Einen Applaus verdient. Na klar, Aloy, auf alles. Außer an Kanten springen. Darauf bin ich wohl nicht vorbereitet. Mal gucken. Brutstättentür. Oh, da ist eine Brutstätte. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Sieh an. Da ist eine Brutstätte. Dann kommen da bestimmt gleich Viecher raus. Oh mein Gott. Dann muss ich noch mehr von diesen Pilzen sammeln, eindeutig. Kann man da durchtauchen irgendwo hin? Nicht so, als wäre da irgendwas. Was ist das da? Wie eine Brutstättentür. Überbrücke die Tür. Ja gut, dass ich noch keine Erfahrungen mit Brutstätten habe. Ne? Das ist mal wieder eine sehr, sehr gute Voraussetzung an der Stelle. Na dann, rein in den Laden, gucken wir, was passiert. Geht nicht. Um zu verstehen, was darin vor sich geht, brauchst du das hier.
Mhm. Auf die Schläfe. Genau so. Wie sie guckt. An der Tür ist blaues Licht. Ja, da gewöhnst du dich dran. Keine Angst, Sir. Ich helfe dir. Hör zu, die Maschinen, gegen die wir kämpfen, sind anders. Gefährlicher. Das heißt, dass hinter dieser Tür etwas sehr Mächtiges auf uns wartet. Das uns tot sehen will. Folgt mir und seid auf alles gefasst. Vielleicht ist es die Landgötter-Brutstättentür oder so? Und die Landgötter gehen da immer hin. Um zu brüten. Das würde einiges erklären. Dann los. Wir müssen den Kern dieses Orts finden. Begib dich zu den Werkstatt. So viel Metall. Wer hat das gebaut? Maschinen. Wie du sie noch nie gesehen hast. Okay, aber wir wissen nicht, wo wir lang müssen hier. Moment, was, gegen was sind die nochmal empfindlich? Die Maschine ist widerstandsfähig. Gegen was ist das? Eis? Nee, es war kein Eis. Gift? Scannt er die denn nicht? Normale. Aber dann kann man mal gucken. Hier, Kettenreaktion. Wenn man das Teil hier markiert, das kann ich mir versuchen. Probieren wir es doch mal damit. Oh shit. Hätte weiß auch nicht die fette Reaktion, die ich eigentlich wollte. Autsch! Oh, da ist schon die nächste. Wie soll ich das denn so schaffen hier? Oh, die geht ja auch voll auf mich. Na ja, gut, dann muss ich sie wohl so hauen. Und am Boden. Helfen mir die anderen auch eigentlich? Ja, doch, von dem haben wir es doch markiert gehabt, aber da bewegt sich einfach zu schnell. Naja, okay. Aber das ist ein starker Bogen auf jeden Fall. Wuchtangriff, ich wusste gar nicht, dass ich sowas kann. Jetzt chill mal, ich muss erstmal looten, gute Frau. Maschinen geboren werden. Es sieht so aus, doch. Wenn die Landwirte hier ein- und ausgehen. Sie ja. Werden hier auch repariert. Und der Geist, den du suchst, ist hier drin? Minerva? Vielleicht. Aber ich glaube, das ist nicht alles. Dann müssen wir jetzt darüber. Aber ich kann mich auch darüber. Hier rüber gehen. Vielleicht ist es hier besser. Noch eine Wand. Da geht's nicht weiter. Da ist es anscheinend nicht besser. Ich habe total viele Bögen, die hier diese Säure machen können. Aber es ist auf jeden Fall. Das war jedenfalls ziemlich stark. Das hat denen echt zugesetzt. Wo muss ich denn jetzt hin? Wahrscheinlich zu der nächsten Tür hier erstmal. Aber das nehme ich noch mit.
Das lassen wir hier nicht liegen. So, doch, genau, zur nächsten Tür. Okay, mal gucken, was hinter dieser Tür ist. Bring it on! Next one! Thank you, next! Diese Kabel leuchten. Das habe ich schon mal gesehen. Sie sind wie eine Infektion. Ja, das stimmt. Das Ding, das uns tot sehen will. Das infiziert die Viecher an. Und macht Killermaschinen. Es nennt sich ein Festes. Sogar der Berg ist bis ins Mark verdorben. Ah, ist die Frage, wie man das killt. Ui. Diese Kabel blockieren den Weg nach oben. Ihr zwei wartet hier. Ich finde einen anderen. Na klar. Okay. Eloy macht das wieder allein, ist klar. Heldensäule, Sperre gelöst. Was sind das für Platten auf dem Boden? So, muss ich jetzt irgendwie hier hoch. Wird etwas aktiviert? Teile der Säulen scheinen sich zu bewegen. Und geben meinen Weg frei. Das könnte gut sein. Wie geht's dir so? Dieser Ort kann war für die Landgötter bestimmt. Bei korrekt angepasster Konfiguration. Aber hier ist wahrscheinlich das die korrekt angepasste Konfiguration. Dann warten wir mal, bis das Teil sich gedreht hat. Und schießen es mal ab. Mal gucken. Sieht zumindest aus, als wäre das die. Oh, zu spät. Sieht zumindest aus, als wäre es gerade die angepasste, die passende Dekoration gewesen. Einmal, bam. Hat geklappt. Okay. Und hier ist noch eins, aber da sind diese Kabel im Weg. Gut. Dann springe ich jetzt wohl mal dahin. Das wäre nett, wenn sie das machen würde. Meinst du so? Gut, bleib da. Und jetzt fahren wir hoch. Aber wo komme ich als nächstes hin? Hochplatte. Da sind wir noch eine Weile unterwegs, so wie das aussieht. Ah, muss ich hier vielleicht den auch stoppen? Nein! Ach, zu spät. Wäre auch zu schön gewesen, dass es gerade gepasst hätte. Das war ganz gut. Oh nein! So close! So close! Und? Lol, kann man da vielleicht, auch mal treffen, so? Das wäre ganz cool. Den von der Seite treffe ich und den von vorne nicht. Jetzt sollte ich da hochgehen können. Okay. Druckplatte. So. Hier können wir noch an irgendwas dann ziehen, so wie es aussieht. Noch eine Bodenplatte. Aber von hier aus treffe ich die Zahnräder nicht richtig. Vielleicht Welche? Kann ich sie mit irgendwas runterdrücken. Welche Zahnräder denn? Hast du einen Weg rüber gefunden, Aloy? Ich arbeite dran. Das Gerät weiter bewegt. Hat Aloy damit gesehen? Was wohl fehlte? Mehr Säulen.
Na, dann ist er vielleicht da rüber. Aber wenn ich sie in die richtige Position kriege. Muss ich jetzt hier runter? Sieht so aus, ne? Hier bin ich aber nicht hergekommen, oder? Oh Gott, so klappt es doch aber nicht. Warum sind die so schnell? Oh Gott, so wird es doch niemals was. Oh. Weiß nicht, ob ich das hätte machen sollen. Ich gehe einfach mal jetzt nochmal hin und guck. War halt so verlockend. Die Kiste sollte schwer genug sein. Ah ja. Ich glaube, ich krieg die Kiste durch den Schild. Aber ich gehe lieber außen rum. Okay, also die Kiste muss da durch. Aber jetzt sind wir auch schon halb mit durch gewesen. Da hätten wir ja auch noch durchgehen können. So, und jetzt muss das Teil hier darüber. Wie es aussieht. Das war's. Die Zahnräder der Säulen sollten jetzt freiliegen. Scheinen dieses Mal nur zwei Säulen zu sein. Okay. Einmal. So. Zweimal. Das ist ja echt ein ganz schönes Rätsel hier. Und noch mehr Säulen. Hier muss auch eine Platte sein, um sie zu aktivieren. Ein schön großes Rätsel. Ist das nicht die Platte hier gewesen? Hier. Ist nur die Frage, sobald ich da wieder runtergehe, habe ich ja wieder ein Problem. Frage. Klappt das so? Nee, das ist ja viel zu schnell. Ah, no. Okay. Nein! Alles in Ordnung? Aloy! Ja. Ich muss nur wieder hochklettern. Oh no, das war halt jetzt mein komplettes Fail. Not again. Not again. Oh Gott, ey. Einfach, wenn es auch kompliziert geht. Ich hoffe, es ist auch anderen Leuten so gegangen, dass sie da mal runtergefallen sind und nicht nur mir. Ja, war noch nicht weit oben genug. Was da drüben wohl auf uns wartet. So, ich muss jetzt mal schauen. Ich kann ja jetzt nicht hier drauf stehen bleiben. Kann ich es von hier aus abschießen? Tatsache. Dann muss ich wohl den da auch von da hinten von da aus abschießen. Okay, Tatsache. Jetzt kann ich rüber. Es hat funktioniert.
Alrighty. So, jetzt sind wir da und da ist das nächste Tor, oder? Kann ich aus dem Vorrat. Festes Kabel sind überall auf dem Knoten. Vielleicht kann ich ihn überbrücken. Und wo kann ich ihn überbrücken? Da drüben. Nein, 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 ich will doch da nicht runterfallen. Oh, oh Gott, mein Herz. Wenn ich wieder ganz von unten hätte anfangen müssen, ich hätte einen Akres gekriegt. Und da sollte man... Oh Gott. Die Kabel bewegen sich. Sie ziehen sich zurück. Wir können die Lüftung hochklettern. Ja, da müssen wir jetzt lang. Hier oder da? Da geht's ja auch noch lang. Oder? Nee. Wir sollen wohl da lang. Da zeigen die Fußspuren hin. Okay. Wie kommen wir rüber? Der Knoten auf der anderen Seite ist von Kabeln umwickelt. Ich versuche hinzukommen. Wir warten hier. Überbrücke den Netzwerk-Uplink. Spring, Aloy! Nein! Oh Gott! Nein! Oh Gott! Ich habe Angst, dass das Ding jetzt gerade sich zurückzieht, wenn ich jetzt aufspring. Warte, bis es wieder zurückkommt. Wow! Das war ein weiter Sprung. Aloy kann das halt. Ihr springt so weit. Wie komme ich jetzt hoch zum Knoten? Ich hoffe, kann man das wieder abschließen? Yes. Aber hier geht's nicht durch, ne? Ach, das war nur einfach. Ja, okay, das war ein bisschen Loot. Ablenk. Mal schauen, ob es hier noch irgendwas gibt. Wo kann man denn noch vielleicht langklettern? Darüber springen. Zum Glück klettert Aloy relativ selbstständig okay. Da lang. Mal sehen, was wir tun können. Geschafft. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Kommt rüber, ihr zwei. So, jetzt gehen wir zum Werkstattkern. Also da ist dann die Action. Oh oh. Rein Rüstung an Einheit G-Typ. Ah, wahrscheinlich ist da irgendein Fehler oder so. Hephaestus. Er hat hier alles übernommen. Aber der ist jetzt auch böse geworden, so wie Hades. Okay, Leute. Oh Gott, kommen wir da jetzt hin? Da ist wohl noch ein Knoten auf der anderen Seite. Bei der Tür. Dann mach dein Ding. Gamma Matrix 5 aktivieren. Boah, klingt das creepy. Auf der anderen Seite. Der macht hier irgendwas. Okay. Treibstoffversorgung von Einheit G 1 starten. Gleiten. Okay. Meister im Gleiten. Durchsatz um 20% so. Erhöhen. Da hoch muss ich.
Aber wie komme ich da jetzt hin? Hier ist uns nichts weiter. Zusatzverteilung J1 Zeta einschalten. Hier. Daran kann man klettern. Okay. Ah, dass der auch so eine super creepy Stimme hat, natürlich. Da geht's weiter hoch. Und wo fahren wir denn dann hin? Ich kann doch nicht durch... oh Gott, okay. Wir fahren jetzt hier mit. Taxi. Diese Wagen transportieren viele Waffen. Was hat er Festes vor? Ja, was macht er denn? Er ist auch böse geworden. Wo fahre ich eigentlich? Hier. Über uns. Sie sind in der Luft. Ja, aber wo fahren wir denn? Ja, wer hätte das gedacht? Wie sie noch angibt. Wahrscheinlich muss ich hier runter, oder? Ja, da ist mich runter. Angekommen. Ich muss loslassen. Okay. Phew. Was jetzt? Etwas close. Ich sollte zu der Plattform da unten gleiten können. Das ist ein tolles Ding. Das hat echt toll. Okay, da sind wir. So, Leute. Das ist der Knoten zu Hephaestos. Und, was da passieren wird, wenn wir den jetzt hier überbrücken, das seht ihr in Episode 24. Ein guter Cliffhanger. Ich bin immer froh, wenn ich einen guten Cliffhanger habe. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.